So, heute widmen wir uns dem Moskitonetz, wie wir das Ganze hier aufbauen. Kommt in so einem schönen Beutel. Sieht so aus, wie ein Moskitonetz halt aussieht. Ich lege es erstmal zur Seite, denn im ersten Schritt muss ich hier im Dachzelt die Verkleidung lösen, der ersten Stange. Das ist natürlich wieder ein Klettverschluss. Das gleiche mache ich hier drüben auch nochmal. Löse hier an den Seiten, wenn ich da hinkomme, auch nochmal das Ganze. Zack. 2 und nochmal 3 kommt auch noch. Das war's mit dem Schritt schon mal. Dann gehe ich wieder runter. So, ich habe mich dazu entschieden, den Zipper zu lösen, anstatt das Ganze dran zu bauen. Schauen wir mal, was das gibt. Ich kletter wieder hoch und dann ist es wichtig, das Ganze mit dem Reißverschluss nach außen, also zur Vorderseite des Zeltes hin, zu positionieren. Und der Klett soll auf der Innenseite der Zeltstange liegen. Ziehe das Ganze hier weiter auf, hier auch nochmal. Also jede Menge Klett. Wer Klett mag und das Geräusch von Klett ist hier richtig. Ihr müsst das Ganze aber auch nur einmal machen. Und zwar, wenn man das Moskitonetz das erste Mal anbringt. Einmal ein bisschen Arbeit investieren und dann ja, die Früchte der Arbeit ernten. Irgendwie muss man ja hier auch mal die Landwirtschaft einfließen lassen, wenn man schon Landwirtschaft studiert hat. Und langsam komme ich auch ins Schwitzen. So, und dann schnappe ich mir das Ganze. Mit dem Klett nach innen, Reißverschluss nach außen. Mach das erst einmal ja, hier unten fest und geh dann komplett entlang. Da kannst du auch eigentlich mal so einen Zeitraffer einblenden, weil sonst guckt ihr mir alle nur dabei zu, wie ich das Klett hier festmache. So, und dann machen wir weiter. So, hier das Ganze auch nochmal fest, bis unten durch. Und jetzt sehe ich, hier kommt auch noch ein Clip rum. So, und das war es dann auch erstmal schon, da oben zumindest. Jetzt gehen wir wieder nach unten. So, und dann gehe ich bei. Mir wurde gesagt, ich soll bei den Ecken anfangen. Okay, befestige jetzt hier einmal an den Ecken das Moskitonetz unten. Zack. So, und dann befestige ich das Ganze hier mittig an dem Klett. Ich glaube, dann werfe ich es lieber über. Und so, dann ist das hier, sieht man das jetzt nochmal ganz schön, ist das wirklich, hier unten ist das sauber geworden, nicht so wie da oben. Genau, hier vorne sieht das auch alles ganz wunderbar aus. Jetzt kommt noch die letzte Seite. Auch noch mal eben fix hier Klett befestigen. So, und dann kommt jetzt der spannende Moment, ob ich sauber gearbeitet habe. Wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, Fleißarbeit war nie meins. Fange ich auf dieser Seite hier an. Ah, da versteckt sich ein Reißverschluss. So. Zack. Oh nee, ich habe einen Fehler gemacht. Das passt nicht. Ich Vollidiot. Aber das kriegen wir schnell gelöst. Ich mache das hier nochmal los. Leg das hier in das Stahlseil. Und jetzt ein bisschen ziehen. Passt das auch wieder. Dann habe ich das hier natürlich auch wieder alles gelöst. Und dann gehe ich hier bei. Und jetzt habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Ich weiß es nicht. Nein, hier auf dieser Seite auch nochmal. Ich Vollpfosten. Aber genau darum mache ich das ja, damit ihr am Ende des Tages seht, was ihr nicht machen solltet. Kann auch wieder da unten ran, ne? Hier unten seht ihr, das Ganze kommt auch nochmal wieder ans Klett. Und jetzt können mir die Mücken gar nichts. Und natürlich haben wir auch wieder in unserem großen Panorama-Modus in dem Moskitonetz einen Eingang. Ist doch einfach herrlich, wenn du dann draußen im Sommer unterwegs bist. Schön
nachts bei offenem Zelt schlafen, in Ruhe, ohne dass einen die Mücken nerven, und dann morgens zum Lulu machen, runtergehen. Also, das war es mit der Anleitung vom Aufbau des Moskitonetzes. Ich habe tatsächlich die Anleitung auch nur einmal kurz überflogen. Das heißt, ich wusste wirklich nicht, was mich erwartet, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glauben mag. Dafür ist das ganz gut geworden, würde ich sagen. Und falls ihr dazu irgendwelche Anmerkungen habt oder noch irgendwelche Problemchen auftreten sollten, könnt ihr euch immer gern melden. Ja.